Heidi Klum feiert Celine Bethmann. Die gerade mal 20-Jährige holte sich 2017 den Titel Germany's Next Topmodel und darf sich jetzt über einen Mega-Erfolg freuen. Bei der Fashion Week in Paris lief sie nämlich nun für das bekannte Modelabel Balmain über den Catwalk. Mit von der Partie war zum Beispiel auch Megastar Cara Delevingne. Celines Entdeckerin Heidi Klum feierte ihren Auftritt jetzt auf Instagram mit einem Post, zu dem die 45-jährige Modelmama schrieb: Meine Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Celine Bethmann in Balmain. Ich bin so stolz auf dich. Schöne Worte der Germany's Next Topmodel-Chefin, doch eine Reaktion der 20-jährigen Durchstarterin gibt es bislang nicht. Der Grund dafür könnte sein, dass Bethmann bereits kurz nach dem Finale von Germany's Next Topmodel die Verträge mit dem Management von Heidi Klum kündigte. Inzwischen ist sie bei dem weltbekannten Unternehmen Elite Model untergekommen. Doch seltsamerweise wird Celine nach wie vor auf der Website des Klum-Managements geführt. Es scheint, als stünde zu diesem Thema noch ein Gerichtsurteil aus. Auch Heidis Papa Günther Klum wehrte sich vor Gericht gegen die Vertragsauflösung. Ob in Celines Fall bereits ein finales Urteil gesprochen wurde, ist allerdings nicht bekannt. Dem Erfolg des Models haben die Streitigkeiten allerdings offenbar nicht geschadet.